Kapitel 8. Deine Zukunft. Kurz schreckte Flamme auf, als diese Antwort schnell und harsch folgte. Ohne sich zu entschuldigen, drehte sich Absol weg und folgte weiter seinem Weg. Nun, hier ging irgendetwas vor. Irgendetwas, das auf mehr aufbaute als leichte Meinungsverschiedenheiten. Irgendetwas Tieferes ging mit diesem Absol vor sich. Und doch, trotz der sehr abwehrenden Reaktion... Nein, eher wegen der sehr abwehrenden Reaktion spürte Flamme sein Vertrauen gegenüber dem Pokémon sogar wachsen. Irgendetwas ging in ihm vor, von dem sie nichts wussten. Er litt darunter, fühlte sich nicht verstanden. Von niemandem. Aber gerade dies war der Part, welchen Flamme verstand. Vielleicht war dieses Absol ihm wahrlich ähnlich. Und doch wusste Flamme auch, gerade wenn seine Vermutung wirklich korrekt war, dann würde einfaches Reden dieses Pokémon nicht zum Vertrauen bringen. Wie auch, wenn er selber es nicht tat. Selbst seinem Bruder vertraute er nicht mehr wirklich. Und doch, dieses Absol wirkte anders. Er war es gewohnt, dass niemand ihm vertraute. Und genau deshalb brauchte er nicht nach außen hin das freundliche, hilfsbereite Pokémon zu spielen, welches er nicht sein wollte. Und irgendwie würde Flamme diese Nuss knacken. Aber zunächst folgte er dem Schüler bloß, gemeinsam mit seinem Bruder, ohne weitere Worte. Diese waren eindeutig nicht erwünscht, zumindest nicht von Absol, und zwischen den Brüdern war kein Gespräch vonnöten. Nun, zumindest nicht von Flammes Seite. Und Sol wollte seine Meinung nicht in Hörweite von Vulnonas Schüler preisgeben. Der Fußweg dauerte nicht lang, nur noch rund 20 Minuten, nachdem das letzte Gespräch geendet hatte. Und als die drei Pokémon so am Versteck ankamen, zeigte sich, dass Versteck eher ein Spitzname für diesen Ort war als eine akkurate Beschreibung, dass sich um eine recht offen in der Gegend liegende Höhle handelte. In ihrem Inneren fiel nicht viel Licht herein, stattdessen brannte ein winziges Feuer, welchem Absol sofort etwas Brennstoff hinzugab, welches in der Ecke des Hohlraums lag. Also dann, hier lebe ich. Meistens. Hoffentlich noch eine Weile. Es kommt ganz drauf an, wie die Zukunft dieses Ortes mit Omegons Krieger aussieht. Zwar versuchte das Unlicht-Pokémon einen ruhigen Eindruck zu machen. Doch Flamme sah genau, wie sehr es ihn erleichterte, sich endlich zu setzen, da seine Wunden ihm durchaus zu schaffen machten. Und ihr seid auch noch indirekt schuld an der ganzen Scheiße. Was soll das jetzt auf einmal? Wir haben dir nichts getan. Habe ich das behauptet? Ich habe nur eine Feststellung gemacht. Und willst du mir sagen, dass ohne euch dieses Ding hier wäre? Ich habe selber schon genug Dinge indirekt verschuldet. Man lernt damit zu leben, dass manche einen für etwas verantwortlich machen, was man nicht ändern kann. Ja, das stimmt alles. Omegon schickt seinen Krieger schließlich, um uns zu stoppen. Also liegt es auch an uns, ihn wieder loszuwerden. Absol, dafür brauchen wir deine Hilfe. Auch informativer Art. Du hast scheinbar gegen ihn gekämpft. Was für ein Pokémon ist denn dieser Krieger? Wenn ich das wenigstens wüsste. Wie meinst du das? Du musst doch wissen, was es für ein Pokémon ist. Wer soll uns denn sonst helfen können? Bei dem Thema niemand. Ich kann nicht wissen, was er genau ist. Ein Riese. Sein Auftritt, als wäre er der Tod höchst selbst. Ein riesiges Monstrum, völlig verschleiert von seinem schwarzen Gewand. Kämpfend mit Sense und Magie. Ich habe keine Ahnung, was unter dem Umhang steckt, ob dahinter überhaupt irgendwas steckt. Und dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, ob der Kerl irgendwelche Schwächen hat. Diese Offenbarung, dass der Feind anscheinend selbst über das bloße Sein eines Pokémon hinausging,
Flamme konnte nicht damit umgehen. Wie sollten sie planen? Was sollten sie tun? Sie wussten nichts, der Feind scheinbar alles. Egal, viel ändern tut das nicht. Wir sind ohnehin beides Feuer-Pokémon, spezialisiert auf unseren eigenen Typen. Egal, wogegen dieser Kerl stark oder schwach ist. Wir können unsere Strategie auch nicht wechseln, wenn wir es wüssten. Natürlich könnten wir das. Wir müssen ob schnelle und schwache Angriffe benötigen. Wie gegen ein resistentes Pokémon. Oder langsame, starke, für die ein feuerschwaches Pokémon uns nicht strafen könnte. Außerdem müssen wir doch wissen, was genau der Feind potenziell alles beherrschen könnte. Noch dazu brauchen wir... Jetzt komm runter, Flamme. Was bringt die ganze Aufregung? Bringt sie dich im Kampf weiter? Auf der Reise? Nein. Dachte ich mir, also ist sie sinnlos. Zumal ich sowieso bezweifle, dass euer eidimensional erlerntes Kämpfen von Typen Vor- und Nachteilen in einem Kampf gegen einen Krieger Omegons eine große Rolle spielt. Ich würde sagen, heute steht Rasten an, morgen können wir planen. Unter relativem Aufwand erhob sich Absol wieder. Also dann, ich geh jagen. Bleibt einfach hier, riskiert nicht da draußen in irgendjemanden reinzurennen, den ihr noch nicht treffen wollt. Willst du wirklich jagen gehen? Du bist verletzt, glaub nicht, dass ich nicht merke, dass dir das Laufen schwer genug fällt. Wir haben von Simsala genug Vorrat für eine Weile erhalten. Du kannst etwas von uns haben. Kurz blickte das Unlicht-Pokémon Flamme an. Eine Mischung aus Amüsement, aber auch Abscheu in seinen Augen. Was genau ihr in euch reinstopft, ist mir scheißegal. Aber wenn du glaubst, meine Limits zu kennen, hast du Unrecht. Ich gehe jagen, denn Fraß hat Simsala vermutlich sowieso von Kecleon. Wenn ihr mal richtige Nahrung gehabt hättet, würdet ihr so ein Zeug auch nicht mehr freiwillig anfassen. Ich würde euch eine Runde ausgeben, aber einerseits habe ich keine Lust, ewig zu jagen. Andererseits bezweifle ich, dass ihr überhaupt annehmen würdet. Da hast du recht! Weil nicht jeder so krank sein kann, Kannibalismus als richtige Nahrung zu betiteln. Offensichtlich unberührt von dieser Aussage, verließ Absol schlicht schulterzuckend seine Höhle. So, dass die Brüder wieder einmal zu zweit verblieben. Ich sage es wirklich ungern, aber diesmal muss ich deiner sonst so misstrauisch-pessimistischen Art zustimmen. Wir sollten uns überlegen, wie dringend wir so eine Hilfe wirklich brauchen. Dann überleg du das mal. Ich esse jetzt was geschlafen und morgen überlegen wir uns dann den Schlachtplan. Genau wie Absol vorgeschlagen hat. Und überlegen wir uns den Schlachtplan? Oder willst du diesen Kannibalen dabei haben? So wie ich diese Frage heraushöre, gebe ich direkt die Gegenfrage zurück. Überlegen wir uns den Schlachtplan? Oder verzichten Absol und ich dabei auf dich? Für einen Moment kehrte Stille ein. Bloß ein vielsagender Blick und das Knistern des Feuers durchzogen die Höhle. Jetzt willst du mich aber noch verarschen, oder? Du kannst dich doch nicht unironisch weigern, Simsala zu vertrauen, aber dem da schon. Hast du dir das Mon mal angeguckt? Der angehört, wie er mit uns spricht? Dieses Absol will gar nicht, dass wir ihm überhaupt vertrauen. Und wenn man nicht so eindimensional draufblickt wie du, dann ist gerade das der Grund. Simsala hat sich schlicht endlos Mühe gegeben, unser Vertrauen zu gewinnen. Und warum? Man kämpft nicht für Vertrauen ohne einen Hintergedanken. Absol hat es offensichtlich nicht nötig, so rumzuschleimen. Er sieht, dass wir ein gleiches Ziel haben, also hilft er uns. Da gibt es nicht so eine Heuchelei von Moral und das Richtige tun. Leichte Glut schien Sols Feld zu entströmen. Seine Augen jedoch brannten vollends. Du hast völlig den Verstand verloren. Der Grund, warum du diesem Kerl vertraust, ist, dass er nicht das Richtige tun will. Ich sag dir eins, ich kann diese Reise nicht allein antreten, das weiß ich. Aber diesem Kerl dürfen wir nicht vertrauen. Wo bringt uns das sonst am Ende hin? In sein Frühstücksbuffet oder... Wenn du so sehr auf diesen Punkt herumreiten willst, dann sag mir, was du in unserer Kriegerausbildung gelernt hast. Kannst du nicht selber jagen? Natürlich.
Aber nicht um Pokémon zu töten. Jagen soll ein Krieger nur, wenn es keine andere Wahl mehr gibt. Und dann nur so viel wie nötig. Nur Wild-Pokémon und keine Jungen. Wir haben strikte Regeln. Und diese Regeln basieren auf normaler Moral? Gut, jetzt wo du mir so säuberlich alle Regeln aufgezählt hast, dann sag mir, welche davon ab soll zu brechen scheint. Er lebt auf einem Eisberg Tag und Nacht. Keine Nahrung zum Leben. Unter anderen Bedingungen scheint mir eigentlich ein recht guter Grund, der auch als Notfall durchgehen sollte. Und die anderen Regeln? Du weißt woher, dass er davon irgendeine bricht? Auf diese Frage folgte keine Antwort. Offensichtlicherweise. Denn woher sollte Soll diese auch nehmen, wenn es keine gab? Gut, dann haben wir das wohl auch geklärt. Also dann, ich ruhe mich aus. Wenn du dich weigerst, morgen früh noch hier zu sein, dann tu das. Ich bevorzuge allerdings einen Schlafplatz und kompetente Hilfe. Eindeutig wollte Soll hierauf noch etwas erwidern, entschied sich jedoch letztlich dagegen, wissend, dass es keinen Zweck hätte. Sie waren sich nur wieder einmal einig, sich nicht einig zu sein. So brach die Nacht langsam herein, das Feuer nur noch leise knisternd, während die Welt herum erstummt schien. Flamme war eingeschlafen, noch bevor Absol zurückgekehrt war. Und in eben jenem Schlaf fand er sich an einem altbekannten Ort wieder. Inferno wollte wohl reden. Wieder erstreckte sich der See. Dieses Mal jedoch war der Besucher bereit. Sicher näherte er sich dem See an und trank einen Schluck, sodass wieder kleine Wellen das Wasser durchzogen. Und das Abbild des Vulpix wandelte sich sofort. Allerdings wirkte es etwas schwächer als letztes Mal. Der Umriss war schlicht nicht so farbenfroh, wirkte leicht durchsichtig. Du lässt dich also auch wieder einmal hier blicken. Falls dir das bewusst ist, ich weiß nicht, wie ich herkommen kann. Das ist es, weil ich dich dafür herbringen muss. Du könntest mir das Ganze nur einfacher machen. Unsere Verbindung war schon mal besser, weißt du? Flamme antwortete zwar nicht, doch er ahnte bereits völlig, was als nächstes kommen würde. Du hast die Lösung für all deine Probleme wie aus dem Nichts geschenkt bekommen und entscheidest dich, sie einfach nicht zu nutzen. Ist dir die ganze Scheiße sonst zu einfach? Weißt du, was auch einfach wäre? Dieses Gespräch nicht noch einmal zu führen. Ich nutze das Zeug, wenn ich die Nötigkeit verspüre, und das tue ich im Moment nicht. Dann lernen wir daraus, dass dein Fühlen in diesem Bereich nicht ausreichend ist. Du siehst mich. Kaum. Und das ist der Punkt. Hier nahm allerdings das Gespräch eine Wendung. Ausnahmsweise ging der Streit nämlich nicht weiter, sondern Flamme wechselte indirekt das Thema. Was ändert es überhaupt, ob ich das Zeug nehme oder nicht? Sag mir, wie wir an Omegons Krieger vorbeikommen sollen. Absol hat ihn beschrieben wie den Tod persönlich. Und planen können wir den Kampf auch kaum. Wir wissen nichts, außer dass wir vermutlich machtlos sind. Der Ausdruck der Spiegelung des Wassers wandelte sich. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Nun, natürlich ist das Hindernis scheinbar unüberwindbar. Aber genau das macht es doch erst spaßig. Wenn der Weg einfach wäre, wäre es das Ziel nicht wert. Und wenn der Weg unbegehbar ist. Kurz kehrte Stille ein. Und Flamme sah, wie sein Abbild einen kleinen Kreis lief, bevor er zurück in die Ursprungsposition kam. Also Flamme, wo siehst du dich in der Zukunft? Zurück in deiner Heimat. Was sind deine Wünsche? Ein ruhiges Leben im Dorf, deinen Kriegerpflichten folgend. Vielleicht eine Partnerin an deiner Seite. Kannst du auch stattdessen einen Partner suchen, wenn das eher dein Fall ist. Das ist mir scheißegal. Und meine Zukunft ist dir doch auch genauso egal. Warum fragst du also? Selbst wenn sie das wäre, ist sie dir egal. Natürlich nicht.
Du handelst aber so. Der einzige Weg, der Misserfolg garantiert, ist es nicht zu versuchen. Jedes Mal, wenn du den Mund öffnest, kommt nichts heraus als Zweifel und Pessimismus. Lass dir eins gesagt sein. Was genau du dir träumst, ist allein deine Sache. Es ist deine Zukunft. Und für diese Zukunft kämpfst du hier und jetzt. Du suchst nach etwas, was dich glücklich macht. Du kannst es nicht erfüllen, wenn deine Heimat ausstirbt. Ich kann dich nicht zu irgendwelchen Handlungen zwingen. Jede Entscheidung, die du triffst, ist allein deine. Ich bin nur ein Teil von dir. Aber es muss mich auch nicht groß stören. Wenn du scheiterst, denk nur daran. Es ist deine Zukunft, die zerbricht.